Утро 17 сентября. Подготовка кадета Клауса машина. Хорошая машина. Перегораживает дорогу, чтобы туда не ехали. Верхностка легавая. Эта собачка уже сдавала. Но не все удачно. Das ist der See, Max. Und da habe ich derzeit neu die Gruppe 1. Das bin ich, oder? Das bist du da. Dann die Gruppe 2. Die ist da. Die Gruppe 3 da. Und die Gruppe 4 am Sonntag ist da. Also hauptsächlich da. Und ihr schießt, wenn der zum Schuss kommt, bei der lebenden Ende in die Richtung. Und aus dem Grund muss man den Weg sperren. Das ist der Weg, oder? Ja. Das kriegst du. Das ist eins auf Reserve, wenn sie das runterreißen. Okay. Ja. Und die zwei machen wir jetzt hier. Alles klar, das tun wir gleich mal im Auto. Und du schießt nicht auf die Enten, hinter die Enten. Ja, wenn die Enten da ist, dass du hinter die Enten schießt. Ja. Na? Und auf seinen Befehl. Ja. Und zwar muss der Hund im Wasser sein und muss im Wasser schwimmen. Muss er schwimmen. Ja. Na? Und dann sagt er, schießen. Wenn er mal 2 Meter drin ist oder so, ja. Dem nehmen wir aus, geht ein bisschen steil rein, oder? Ja, das ist, dass er gleich schwimmen muss. Ist ganze, der ganze See ist nicht übermäßig tief. Ja. Der ist vielleicht so tief. Na, ist natürlich unten drin ein Schlamm. So, und als es nächstes. Ja, es ist ja ähnlich wie bei den anderen bei den Hühnern. Ja, die haben das öfter mitgemacht. So, und dann werden von da aus die Hunderten auf den Streifen rübergeschickt zum frei verloren suchen. Von hier darüber? Ja. Wie kommt die End darüber? Das zeige ich jetzt gleich. Und zwar, mir, wenn es. Oh, Max, das liegt in deiner Entscheidung. Da kannst du die restlichen Hundeführer warten lassen. Das wird jetzt alle reihen hierher. Ja. Sonst ist das um Zeit. Das liegt aber dir. Machen und das wäre besser, wir müssen es ja nicht so weit herlassen. Mhm. So. Das ist doch kein Hund. Ja. Und auch nichts mit Verlorensuche da rein. Ich habe das ausprobiert. Da drinnen wäre fast der Hund abgezogen, weil er einfach nicht weiterkommt. Der geht. Aber der Terrier ist einfach da zu. Ja, ziemlich draußen. Ja, am Rand von dem Schild. Ja, ja. Und zwar einfach die Enten einwerfen und nachher die Entdeckung gehen. Ja. Die größte Schwierigkeit ist dabei, dass die Hunde da aussteigen und fangen das Knautschen an. Ja, das ist Bescheid. Ja. Aber mit lebenden Enten. Ja. Aber wenn man das in einem Arbeitsgang macht, ist möglich. Ist möglich, dass er. Am Anfang ist das dann 50 Meter weiter oben. Ja, genau. Это Клаус показывает, где в воду заходить. На разные. Лекс. Лекс Апутов. Фильм снимем. Фильм снимем. Schön zusammen, ihr habt ja keine Hunde, das kann doch nichts passieren. Nee, das.
ist zum Fotografieren. Hier mit. Rechts und links ist einer drauf. Ui, wo habt ihr das denn nicht geweckt? Der Müller-Max war schon beim Klaus. Wo ist denn der Müller-Max? Was hast du mit dem gemacht? Der ist drüben noch mit seinem Hund spazieren gelaufen, nach dem Wasser, und hat gesagt, er findet es mit seinem Navi. Jetzt werden das Navi natürlich unten rumführen. Da ist die Straße gesperrt. Das war eine halbe Stunde länger. Und der Bernhard? Den haben wir noch nicht gesehen. Morgen früh unter der Prüfung. Einfach. Ja, also ich wünsche euch ein schönes Zeit. Wir müssen dann, wussten es ja mal vorrechnen, wir machen Brotzeitdienst, sodass wir, wenn wir gehen, hier gegessen haben, wir brauchen dann im Görler nichts mehr groß essen. Und wir sollten vielleicht so um 12:30 hier aufbrechen, damit wir die andere Abfolge noch gut in die Reihe kriegen. Bescheiden ist noch ganz einfach ausgedrückt, also so eine Warnung, also ganz schwierige Situation. Nichtsdestotrotz lassen uns die gute Laune nicht nehmen, weil wir können es nicht, wir müssen halt dementsprechend reagieren. Da kann ich vielleicht hinten dann im Keller noch ein bisschen was dazu sagen. Also herzlich willkommen hier, wir haben ein bisschen eingeschürt, das ist auch wunderbar. Für mich ist es Thema. Das können Sie sicher, die Küchenmöbel in Zeil ansässig gewesen, früher als sehr großer mittelständischer Betrieb. Zu Zeiten in den 70er, 80er Jahren hat man sich noch ein eigenes kleines Weingut geleistet, um einige 10.000 Flaschen Wein weltweit an die Kunden zu verschenken. Das war natürlich dann im Rahmen des Insolvenzverfahrens sehr schnell bemerkt, dass sich nicht mehr rechnet. Und insofern haben wir diese Weinberge damals von Würzburg kommend übernommen, einen kleinen Keller. Trauben weggeschnitten haben, ausselektiert haben, zwar deutlich höhere Qualität, aber geringere Menge. Und so haben wir damals eigentlich sehr frühzeitig installiert und haben gesagt, wir zahlen deutlich mehr als die Genossenschaft, teilweise das Doppelte, und wollen halt auch die Qualität produziert haben und das funktioniert. Viel auf immer. Все ожидают. Все ждут. Там готовятся. Готовятся судьи. Все приготовились. Это туда, это сюда. Собак достаточно много. Разных притом. Так, сестра моей Гизы. Hi, Sister. Die Aufmerksamkeit, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Landessuchschau im Rahmen der Dr. Langner Gedächtnisprüfung. Es sind 22 Hunde gemeldet. Wir haben zwei Ringe. Ring 1 ist der Zuchtrichter, Herr Klaus Hildebrand. Und Ring 2 unser Zuchtrichter, der Herr Heinz Dietz. Jeder wird 11 Hunde bewerten. Sie sitzt durcheinander, jeder Bewerter Rüden und Hündinnen. Ich habe hier noch 30 Kataloge, wenn jemand das mitverfolgen will, bekommt einen Katalog. Es fehlt allerdings der Hund Nummer 22, der hat sich noch angemeldet und den haben wir gestern noch mit zugenommen. Das ist der Asko vom Herren Chiemsee. Es sind noch nicht alle Hundeführer eingetroffen, einige sind noch auf der Strecke, aber nichtsdestotrotz, wir beginnen der Reihenfolge nach, lediglich ein Hundeführer, der zugleich Revierführer ist von der Dr. Lappenprüfung, der wird vorgezogen. Wo ist der? Ah, okay. Так, началась у нас выставка. Что за?
Wollen wir? Ja. Welcher Hund wäre jetzt vor? Ist das die Freika? Danke. Hier ist Licht.
Tag auch eine Grüße. Das ist S1 links oben und S3 rechts oben ausgebildet. Sind also noch da. Hast du eine Bescheinigung? Bescheinigung, Papier, für die Zähne? Ja, auf 100, aber 400. Тебе надо было там его звать. Yes,
sehen hier ein Rauhalschen Rüsel mit der Maske. Ein Aufruf von Rock und hier rein. Nun doch, nicht so deutlich, gut angesetzte Ohren. Und Windung der Hinterhand. So mal stehen bleiben, so stehen bleiben. Die Windung der Hinterhand, die Rückenkinne nicht ganz gerade ist, sondern hinten wirkt sie etwas über Bauch. Sieht man das? Sieht man jetzt die Rückenlinie nicht gerade, sondern hinten überbaut hat es die Windung der Hinterhand. Ansonsten die Stellung der Vorderläufe, der Hinterläufe ist in Ordnung. Aber dann denke ich doch so, dass wir oder dass ich zu der Entscheidung der Trink in Form werde eine SP in Hager reinbaut. Что поставил? Фау точно есть, за шерсть, наверное, фау бы так. Третий номер. So, jetzt bloß ganz kurz, wenn ihr sagt, Zahnzahl, korrekt, nein, nein. Nummer 17, Kuno vom Aberbachtal. Ausgefallen, Liste. Ami vom Hasen, berührt sein. Setz dich. Ist nicht für mich. Sitz. Hallo. Ja, die Grüße. Das ist für die zwei. Это Бавария. Зальмайн. Такие горки. Поля. Дороги в Германии хорошие. Церковки всякие стоят тут. Jagdterrier-Freunde, liebe Freunde der Jagdterrier, der herzliche Willkommensgruß geht Ihnen allen, der guten Ordnung und der Höflichkeit halber darf ich vor allen Dingen unsere weit gereisten Gäste zuerst begrüßen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind.
und nehmen Sie es bitte mir nicht krumm, sondern verstehen Sie es, Sie, liebe Hundeführer, die Sie nun also rausdrängen und loswollen und keine langen Reden hören wollen, werden Sie auch nicht hören von mir. Aber es gebietet der Respekt, noch einige Anlagen beim Namen zu nennen, denn Sie stehen für uns, Sie sammeln immer wieder die Mannschaften zusammen und bringen unsere Jagdterrier im Inland. Ja, liebe Hundeführer, meine Damen und Herren, ich darf euch im Namen der Richtergruppe 4 herzlich willkommen heißen auch. Ich darf die einzelnen Herrschaften vorstellen, wenn wir uns noch nicht so kennen. Meine Richterkollegen sind, also ich bin Franz Gruber aus Österreich, meine Richterkollegen sind der Uli Dobaben, der ist von hier, der Alfred Zimmerling. Wir sind die Richter, dann Sonderrichter Schweiß, die Frau Ruby Storat, habe ich das richtig gesagt? Und die Wasserrichter kommen, da stoßen dann später zu uns und der Revierführer ist der Hartwig Storat. Moin. Ja? Moin. Also wenn ihr Fragen habt, bitte schön wendet euch an uns. Die Hundeführer ist der Hannes Brandenburger mit dem Bild von Ogenau. Der Jens Schröder mit dem Norbert vom Dannenhügel. Jawohl. Der Alexander Lulkin. Ja. Mit dem Lex von der Zeile Gänge. Wir werden uns ein bisschen Deutsch und auch Englisch verständigen, dass du alles mitbekommst. Und der Sigi Mörth mit der Wally von Obermeierhofen. Er ist aus Österreich. Das erste Fach, das wir machen werden, wird der Schweiß sein. Und wir werden jetzt die Schweißfährten ziehen, glaube ich, oder? Mhm. Ja. Kommen wir noch die Führer bitte machen. Ja, jeder Hundeführer. Jeder darf sich eine Flasche aussuchen. Unten am Flaschenboden ist eine Nummer drauf, das ist Ihre Schweißfährte. So, jetzt brauchen wir nur die Nummern dann. So, wer hat Nummer 1? Nummer. Ja? Eins ist der Sigi Mörth. Wer hat die Nummer 2? Oder? So. Ja, jetzt. Ja? Trinken. Gut. Ja. Wer hat 2? Саня, скажи номер. 3. Судьи пошли. Показывают, где начинается след. Ja.
надевает поводок длинный, специальный вместе с ошейником. Тот прячет. Собаку смотрит, собака сидит. С обратной стороны деревья так отмечают, правильно ли идет след. Собака сразу была сбилась, но он вернулся. Собака чуть-чуть сбилась из-за следа. Komm her, Donner, du bist nicht auf dem Schweiß. Dafür zieht der Hund auch nicht auf. Du bist da richtig gewesen, was du vorher warst. Probier das zeigen. Du bist vom Schweiß nicht da drin, der geht nicht, wo sind wir da? Da setzt an, aber da ist der Schweiß. Da in dem Bereich. Ja, da in dem Bereich. Da schaut schon aus. Aber das wird was das Glöde. Panoge nicht in der Tür. So, komm, komm. So, klappt der. Zugfahren. Zugfahren. Zur Fährte. Du musst sie maßregeln, der will gar nicht suchen momentan. Zugfahren. Собака не туда пошла. И свиньи, и Du musst über den Steck drüber gehen, der schaut nur auf den Steck, der will da ein paar jagen. Schau, dass du vier kommst und dass das dann für den Schock прошла. Но нет, там метка вот. А собака прошла 20 метров отсюда. Сейчас вроде как вернулась. Typischer Fall zwischen 2 und 3. Ja, genau. Was macht man jetzt mit 2 minus, würde ich sagen. 3 minus? 2, nein, 2 2 minus, also zugunsten des Hundes, würde ich eben kommen. Was meinst du? Das ist 2. Eine 2. Genau. Ja. Also immer aufrunden zugunsten des Hundes, würde ich eine 2 geben. Ja. War auch nicht ganz so einfach, diese Fährte. Ja. Das ist die schwierigste von allen. Ne? Bin ich auch einverstanden. Mhm. Weiß er weiter immer noch mit 600 Meter Fährte. Ne, 2. Okay. Поставили оценку 2 балла. 8,45 начали, 9,25 закончили. Good, good.
Dir поздравляю. Sonnenschein, sagt man da. Weißmeister. Ja. Das Jagen und Münster hat er halt nicht gut gehabt. Ja. Заработал второй диплом. Два балла. Das Gefühl und das Gefühl für die anderen Richter, glaube ich, das. Sie ist sehr, so wie man so, sehr triebig. Ja? Ja, und da müsstest du zu ihr sagen, wenn du siehst, dass sie den Kopf abnimmt, so ist sie brav, so ist sie brav. Und sobald sie anfängt zum Schauen, aus, puh ist das. Das müsst, weißt du, das, sie hat das Gefühl gehabt, sie darf ja schauen. Nicht? Ja. Ja. Na gut, alle gut, da haben wir schon bessere Sachen da. Положил собачку и уходит оттуда. Комиссия стоит метров 40 от дичи. Он оставил собаку, идет к нам. Сказали окей, это дичь, дичь лежала, коза, второй номер пошел, сейчас я вам рассказываю, откуда начинается след, вот план следа этого. Ну что же, через дорогу мосик, интересный след. Ja, und dann haben wir Kaiserschnitt. Die Hündin ist am nächsten Tag, um, das war um 3:30 bin ich dann schlafen gegangen, 3:45, also gestern in der Nacht. Und um 9 Uhr, 9:45 bin ich munter geworden und bin ich dann gleich zur Hündin rauf, raus, mich begrüßt. Also ganz normal. Ein Riesenmassel gehabt, dass ich früh genug gegangen bin. Wenn ich da warte, bis ich noch früh, dann bin ich da. Jetzt hat sie 4 Rüden, 3 Hündinnen, wunderschönen Wurf, gleichmäßigen Wurf von dem. Von dem Wort dann, das ist der Bruder von der Hündin, also der Rüde, sehr schöne Rüde. Mhm. Der Hündin, die wir gerade gesehen haben, habe ich mit einem Wurfbruder gedeckt. Aber das ist halt, wenn das Bahn passiert, der sein Erstlingshund hat oder seinen zweiten Hund, der hat. Ich hoffe, es mal dreht. Скворечничек. Классно. Наложено там всякие это. Закрывается, открывается. Номер есть у этого. Сделано из бетона. Ничего ему не будет вообще. Ой, класс. Also, Alfred, hier. Genau. Ja, sehr gut. Bis zum Meckern. Sehr gut. Haben wir schon angebracht. So selten sowas.
Das wird vorschlagen. Der Führer hat natürlich übernatürliche Kräfte. Sehkräfte, genau. Führer gut eingearbeitet. Der Führer ist sehr gut eingearbeitet und hat hervorragendes Nasenvermögen. Der riecht den Schweiß besser wieder unter. Ja. Oh, super. Ne? Super. Super. Все ждут. Собака сработала супер. Получил сертификат, что пошел кровяной след. Bei dem Labus ist das unmöglich, dass es fehlt. Okay. Ja. Так, Лекс. Люйкин Александр. Da sind die Daten. Da sind die Eichhörnchen und da sind die Hasen, oder? Ja. Und dann würden wir jetzt sagen, Indolage, also rausgesichert. Das ist jetzt das Wort Indolage. Убрали меточку.
Jetzt hat er ihn aber wirklich gesehen. Где-то на горе стою. Костел, да? Нет, это кирха. Они католики? Да. Ну, костел, то есть. Панорама церква. Панорама Цаль ам Майн. Цаль ам Майн. Супер. Солнце заходит. Город. Или поселок, как это назвать. В общем, все супер. Водоемы, горы. Der zum zweiten Mal die Dr. Lackner-Prüfung in Zeil am Main besucht, vor 25 Jahren als Schirmherr, heute als Ehrengast. Ganz herzlich möchte ich mich bei begrüßen Herrn Bürgermeister Thomas Stadelmann, der sich im Vorfeld sehr engagiert hat, um diese Prüfung zu ermöglichen. Thomas, herzlichen Dank. Auch weit unter uns der Staatssekretär Herr Eck, der auch viel zum Gelingen dieser Prüfung beigetragen hat. Ganz besonders betonen
Weiterhin viel Erfolg. Im Auftrag Jenny Schröder, Vorsitzende, 17. bis 19. September 2010. Ich hoffe, du hast Zeit genug, da immer wieder reinzublättern. Immer wieder betont, nein, das macht er und macht er selbstständig, hat er auch, will sich ja freischwimmen von diesem Übervater, aber es ist ihm gelungen und trotzdem die wohltuende Rückenstärke, ja, die war sehr, sehr wertvoll, das wissen wir alle auch zu bewerten. Was schenkt man einem Vater Schulz, Blümchen ging nun wirklich nicht, ihre Mitstreiter haben sich etwas ausgedacht, von dem Sie sicher sind, dass Sie Verwendung dafür haben, Sie ahnen, was es ist, vielleicht haben Sie auch dabei gedacht, dass Sie ein Stück mit abkriegen. Zuschauer alle und Interessierte können mit, die Hundeführer bleiben alle hier. Alle da. Einfach da auf freie Wasser und wenn der Hund drin ist, soll der Hundeführer bis unten da sich kommen. Ja. Was fertig ist, wenn der Hund drinnen ist, erst ein Stück zurückkommen. Aha. Ja. Ja. Aber du musst warten, bis die Enten am Wasser ist, ein bisschen aufbringt und dann lässt der Hund da. Geht?
Schulter drüber. Ja, Bringer mal. Helfen wir heute weg. Alle rauskommen. Da ist der Österreich, da ist die hohe Berg nicht gewöhnt. Also, ich hab doch alles gescheckt. So, zwei Schritte zurück. Oh, dass ein bisschen Platz ist. Ja, genau. Der nächste Hund! Ja, was da ist? Bei der Schule in der Ausbildung. Wie weit war der weiteste Hund bis jetzt, Max? Beim Springen? Wie weit war der? Rekord. Das ist ein bisschen übertrieben. Der ist fast bis zu dem Schulf, was da vorne raussteht. Das ist irgendwie so ungutig. Alexander, schnell! Ja, passt viel zu langsam. Was okay. Nächste Hund! Wo jetzt Hund arbeitet. Это подача глубокой воды. А ты не пообщался? Fein, ist aber Digga! Fein! Gut, okay, komm! Pass auf,
Ich will deine Eier da raus. Da ist wieder die ganze Arbeit bewertet. Und der hat der Schnellsprung, die ja. Der Vierer und der, der, der länger braucht, um einsteigen zu dem Abzug. Ich stand einfach zu langsam. Für die Hunde ist es gut, weil sie alle die Ente schon in der Nase haben. Gell? Das merkt schon beim Springen. Aber ich sag, das ist ja auch der Hinweis von der Jagd. Und du schlägst einfach, geht her herum und schaust, dass du das im Wind kommt. Ist ja das. Ja, schau halt, was du da nimmst. Nein, ich fahre mal weg, bevor ich da vorhin bin.
komm, jetzt geh hin. Ja, zu. Komm. Er hat aber den Stinkel drinnen gehabt vorne. Привязан одно крыло тапиром. Привязан, так. Второе. Siehst du unten überhaupt nirgends Namen? Mach jetzt wieder da, was vorher war. Und der Stickel weiter unten, weil der Hund jetzt da drüben war. Der war schon im Bereich, oder? Ja, da drüben. Wenn wir ein bisschen zurückgegangen, das macht ja nichts. Ja. Halt bis zu dem Schütze, setzen wir es halt ein Stückchen weiter oben. Ja, ja klar. Das ist immer. Max заносит утку. Okay. Komm, Gang. Пугает ее, чтобы она ушла. Судья. Хозяин потом. Norbert, komm hier. Da, wenn man rauskommt, hast du nicht wieder da drin. Das ist die Ente, die da ist. Das ist die Ente, ja. Da ist er jetzt genau drauf. Da ist die Ente durch und da mit dieser Lücke kam die Ente vor und die andere. Und das, wenn er macht, dann. Gut, so, Pura. Da will ich gar nicht. Muss nur suchen. Soll nur suchen, okay? Und jetzt hin und gibt's den Hund. Also die Ente im Wind, weil der zieht mit der Nase so auf. Der Wind geht genau her rein. Der hier, da. So. Der Nebel geht so. Четвертая собака пошла. Langsam.
собак работал в зарослях пустых, потом нашел лодку, выгнал и заработал сразу же по двум дисциплинам. Alles voll. Все, alles gut. Alles gut. Alles. Wir haben auch das drüben nicht negativ bewertet. Lebensgefährlich. Sitz. Sitz. Wem kann das Handtuch? Na, lass liegen jetzt. Wir machen noch die Besprechung. So. Meine Damen, liebe Hundeführer, liebe Richterkollegen, zwei Tage zittern, bangen, hoffen. Sind vorbei. Ihr habt alle bei einer ganz großen oder bei der größten Jagdjägerprüfung, die es überhaupt gibt, teilgenommen. Ihr habt alle bestanden. Ich darf mich einmal zuerst im Namen meines Richterkollegiums bei den Hundeführern bedanken für die guten Hunde, die wir gesehen haben, vor allem für die Disziplin. Das war toll mit euch an diesen beiden Tagen zu arbeiten. Das hat super funktioniert. Ich sage auch Danke bei meinen beiden Richterkollegen, beim Uli und beim Alfred. Es war lustig mit ihnen zu richten, mit euren Hunden. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal auf einer Lacknerprüfung oder internationalen Prüfung und wünsche allen ein kräftiges Weidmanns Heil und Horet Ho. Weidmanns Heil, Horet Ho. So, die ganze Gruppe bitte da herstellen. Und er kommt. Das springt nicht. Das ist schon weg. Все сидят и ждут результата. Bad Königshofen, die Staatsforstner, Staatsforsten in Ebrach sowie den Herrn Hermann Barth und Klaus Schulz. Они же улыбаются, никто не хотел идти. Те только улыбаются. А потом и все попёрли. Вы там постройте все. Внизу. Значит, судьям вручают призы. So, und jetzt seht ihr mal, wie viele Richter notwendig sind, um 21 Hunde zu prüfen. Also, So, gebt ihr frei. Hannes, Hannes, du musst mal die, Hannes, du musst die ganzen Prüfen noch ein voll machen. Ja, nee. Schwierig, Herr. Remgard, jetzt gib doch mal Ruhe. Komm mal hier. Und jetzt bleiben wir hier. Nicht darum gehen. Die beste Wasserarbeit. Лучшая работа по крови с анонсом. А что, Раша? So, könnt ihr mal gerade auf ein bisschen den uns dankenswerterweise der Herr Brenner mitgebracht hat. Und dieser Preis geht an Kelly vom Hopfengarten. Это сестра сводная моей Гизы. Помпом. Копенгартен.
Rahmen. Zwölf Punkte. Erster Preis. Bild von Monigau, Hannes Brandenburger. Bravo! Да не могу понять. Ты что, Инге? Und schau zu mir, ich bin der Wichtigste und der Schönste. Diese Scheibe darf man behalten. Das ist die Scheibe für den Hundeführer. Und die große Scheibe, das ist der Wanderpreis des Deutschen Jagdherrenclubs. Der muss jedes Jahr wieder zurückgebracht werden. Hier steht die Jahreszahl drauf, in dem, was er gewonnen hat. So, traditionell stiften die Keiler für den Lackner Sieger einen Preis, einen Abschuss. Vier Jagdtage, ein Anreisetag, ein Abreisetag zum Abschuss eines Oryx. Diesen Preis sollte allerdings nur der bekommen, der ihn auch wirklich im folgenden Jahr wahrnimmt. Ja oder nein? Alles klar. Muss man verstehen, er ist noch Lehrling und es ist natürlich auch mit Kosten. Da hat sich etwas Näherliegenderes ausgesucht, und zwar den Ehrenpreis der Bayerischen Staatsforsten für die Dr. Lackner Prüfung des Deutschen Jagdherrenclubs, ein Gutschein für eine geführte Gams bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstbetrieb Schliersee, inklusive Führung, Trophäe und Hüttenwochenende. Es gelten die Bestimmungen des Jagdnutzungsanweisungen der Bayerischen Staatsforsten. Der Jagdgast muss Inhaber eines gültigen Jagdscheines sein. Ist das alles gegeben? Für die Brückjagd-Teilnahme im Revier Hammelburg entschieden. Da bitte mal kurz nachher mit der Ulrich und die Partner kurz schließen. Raumt die! Dann hast du es gut. Ja, gut.
Это одна пометница Гиза. Passau, Papiso. Der wird wahrscheinlich mit Schamanen. Und der Longboot. Der Longboot ist auch irgendwie gut. Ich glaube, ich habe gerade damit gefunden. Creme. Creme ist schon говорит, выбирай любой приз, кроме этого, большого. Danke. Die Österreicher reisen auch wieder. Wir haben einen weiten Weg. Jawohl. Ihnen alles Gute. Ich freue mich auch auf ein Wiedersehen. Ja, alles Gute. Grüße die österreichische Mannschaft. Ja. Ne? Wiedersehen. Gut. Danke. Tschüss. Dr. Hartl, ihr seht, ich gebe mir ein Kopf Diamant geben. Ich bin nicht schon irgendwo hin. Oder nicht? Du gibst ihm. Oder weißt nicht. Hat das schon gewusst? Nein, nein, der ist aus der Ukraine. Alter, egal, der Ukraine. Ja, komm gut nach Hause. Grüß mir den Wieland Tell. Ne? Ich werde ich ihn sagen, wenn du. Der ist aus der Ukraine. Ja, ist mir egal. Und der sagt, der würde einen Film hier geben für mich. Kann ach so, ja. Ne? Aber bis jetzt hat er es noch nicht. Nein, das ist ja vergessen, ja. So. Ja, okay. Na. Ich bedanke mich. Oh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, alles Gute, gell? Ja, gut. Ich hoffe, wir haben ja auch Russisch gelernt. Oh. Ein bisschen, aber leider zu leider wenig. Zu wenig. Zu wenig. Zu wenig, ja. До свидания, до новых встреч. До свидания.